So, willkommen Minecraft-Fans beim Minecraft-Management. So, das ist unser erstes LP, also LP heißt Let's Play. Unserer Let's Play-Reihenfolge, also Folge. Gut, okay. Ja, am besten wir starten auch gleich mit meinem Freund namens Kenpat. Der sitzt gerade neben mir. Moin. Genau, wir machen es zusammen, das Let's Play. Jedes Let's Play machen wir zusammen. Gut, wir machen uns jetzt eben eine Einzelspielerwelt, die ich dann in einer LAN-Welt öffne. Gut, ich nenne die jetzt Minecraft Management. So, ich lasse Überleben natürlich. Standard, generieren, Bonustruhe lasse ich auch aus. Cheats erlauben mache ich mal an. Nee, ich lasse aus. Gut, dann machen wir mal eine neue Welt, mal sehen, wo wir spawnen. Wenn wir gut spawnen, dann mache ich eine LAN-Welt auf. Falls nicht, machen wir uns eben eine neue Welt. Man weiß ja nie. Oh, das sehr ist, guter Spawn. Das ist ein perfekter Spawnpunkt, direkt bei der Wüste. Wahrscheinlich ist da irgendwie noch ein Spawnpunkt. Da ist auch schon Wald, da sind auch schon Hühner. Da vorne beginnt der Dschungel. Und so weiter. Nicht schlecht. Wow. Okay, dann laden wir mal eben Camper dazu. Moin. Überleben an LAN-Welt starten. So, ist nun unter. Mal sehen, ob Camper das findet. Ich gehe schon mal ein bisschen Holz sammeln. Ah, da ist er auch schon. Gut. Moin, was geht ab? Ja, gut. Dann werden wir jetzt mal zusammen ein bisschen Holz sammeln. Ja, ich auch. So. So. Dreimal auf Holz gekloppt. Dreimal auf Holz gekloppt. Ja, das war auch nicht so schwer, wenn ich mal ehrlich bin. So, wie viel hast du schon? Ich hab drei. Ja, gut, ich hab vier. Ich hab ein bisschen mehr. Ich hab auch früher angefangen, stimmt. Gut, dann lass uns mal direkt beim Spawnpunkt das Haus bauen. Es ist auch schön, da beim Spawnpunkt das Haus zu bauen, da bei der Fläche da. Mhm. Denn halt, falls wir da mal sterben, dann ja. Spawnen wir direkt bei unserem Haus. Genau, das ist das Perfekteste. So, wie viel habe ich? 10? Ich mach jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ich stelle dann beim Spawnpunkt ein Crafting Table hin. Und dann machen wir uns am Apfel. Und dann machen wir uns am besten eine Holzspitzhacke. Ja, genau. Ich trage noch mal eben ein bisschen Sand ab, hier vorne, dass das passt. Ja, geht auch. Okay, eben, ich mache hier beim Spawnpunkt einen Crafting Table hin, finden Sie wahrscheinlich wohl. Dann können wir uns jetzt eben, ich crafte mir eben eine Holzspitzhacke. Und mit der Holzspitzhacke sammle ich dann Stein und aus dem Stein machen wir dann eine Steinspitzhacke und eine Steinaxt. Und für die Steinaxt, also mit der Steinaxt können wir dann Holz sammeln. Warte kurz, ich sammle eben ein bisschen Stein. Ich denke, hier wird sich wohl ein bisschen Stein auftreten. Ist auch schön, dass hier der Dschungel direkt ist. Das ist sehr praktisch. Haben wir nie genug, nie wenig. Ja, also im Dschungel. Ist genauso wie bei Gronkh in der Welt, der hat das auch so. Genau, der Dschungel direkt da. Genau, denn im Dschungel, da können wir nach Kakaobohnen. Wie heißen sie? Ne, ja, genau, Kakaobohnen und Dschungeltempels und so weiter und so alles suchen. Und hier gibt es auch halt die, ja, die Ocelots, die wir dann zu Katzen machen können. Bestimmt auch sehr toll. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht hin. Genau, ich wollte Stein sammeln, verdammte Mist. So, hier ist ja schon mal Stein. Kannst du mir gleich mal eben direkt was bringen? Dann kann ich jetzt gar nicht erstmal eine Spitzhacke, eine Axt aus Holz machen. Nee, das machst du dir am besten auch nicht. Ja, Axt aus Stein bringt viel mehr. Ich mache eben die Holzspitzhacke hier voll Schrott. Dann haben wir, glaube ich, auch genug Stein für auch einen Ofen und für unsere Werkzeuge aus Stein, mit denen wir beginnen. Ich habe auch schon Eisen. Genau, und falls wir Kohle finden, müssen wir das natürlich auch direkt abbauen. Das ist sehr wichtig. Nee, ich meine, ich wollte mal eben die Schaufel aus Stein machen. Weil deswegen. Ach so, ja gut. Ach so. Für Sand? Mhm. Ja gut, okay, das kannst du ja auch gut machen. Und dann kann ich auch hier die ganzen Fläche schon mal schön abtragen. Mhm. Ja. Oh, ich hatte jetzt. Schade eigentlich. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, hier wäre noch ein bisschen Kohle. Denn Kohle brauchen wir unbedingt, ne? Für Steinöfen, das wisst ihr ja. Falls ihr schon Minecraft kennt. Falls ihr noch nicht Minecraft kennt, dann. Wir werden auch immer noch ein bisschen erklären. Genau, so ein bisschen. Bei den, ja, bei so schwierigen Rezepten. Gut. So, ich glaube, das tun mir die Items brauchen wir auch gar nicht. Ich habe es jetzt immer drin. So, ich schalte es mal aus. Das ist das neue von der 1.4. Genau, das neue von der 1.4. Minecraft 1.4.2 ist ja das allerneueste. Wir werden euch ja auch über neuere Versionen benachrichtigen, falls euch das interessiert. Ja. Ich gehe noch ein bisschen Holz fällen. So. Ja. Holz kann man ja nie genug haben. Genau, und meine Spitzhacke ist auch gleich schrott. Wir haben auch gleich genug Stein. Ich glaube, fast punktgenau so ungefähr ein Stack, falls es noch gut reicht mit der Spitzhacke. 57? 58? Schade eigentlich. Wie viel Erde haben wir? Ne, wir müssen noch Erde abbauen. Das reicht nicht für einen Hochgraben.
So. Dass ich auch alles wieder abdichte. Ich kann immer mit 6 Erden versuchen. Das wird frei. Das wird wohl funktionieren. So, guck mal. Hat geklappt. So, da hinten ist Kannst ganz viel Wald zum Holz abhacken. Das ist immer sehr schön. Ich hoffe, wir haben auch hier viele Höhlen und so weiter. Da ist auch schon eine Mini-Oase, sage ich jetzt mal. Ah, da ist auch Kohle. Kommst du einmal zum Crafting-Table? Aber ich habe keine Lieblings. Ja, klar. Ach, keine Steinspitzhacke. Also, keine Spitzhacke. Bringst du mir die Sachen? Ich werfe mal kurz einen Blick über die Wüste, ob ich von hier schon irgendwas erkenne. Aber wir können in der Wüste auch mal gut in einer Folge irgendwie nach Tempeln suchen. Oder besser noch nach Dörfern. Also hier nach... NPC-Dörfer. Da genau. Können wir dann auch Karotten und... Karotten und Kartoffeln, genau, die können wir dann Ah, guck mal hier, da hinten, da ist auch schon Dschungel. Ich glaube, der zieht sich ein bisschen weit hin. Da ist zumindest die... Kannst du hinkommen? Ja. Genau, wo ist denn der Crafting-Tipp? Da bist du, ja. Irgendwie müssen dann am rumschauen. So, was wollten wir jetzt machen? Also, gibst du mir einmal die ganzen Steine rüber? Schmeißt du mir die einfach rüber? Wozu denn? Ich brauche noch alle Ofen und ich habe schon ein Stück und alles gecraftet. Warte eben. Ja, ich schmeiße die Hälfte der Steine rüber, so. Gut. Ich habe sie wieder eingesammelt. So, ich werde euch auch schön alles erklären, wie man das halt so macht. Das Craften. Gut, ich mache mir jetzt eben eine Steinspitzhacke. Und das macht sich Kämpfer jetzt gerade auch. Die geht so. Da zwei Stöcke. Und hier, hier und hier. Dann Stein. Eine Steinspitzhacke. Damit kann man halt Stein abbauen und die ganzen Erze. Also Stein, Kohle und Eisen. Gut. Mache ich mir jetzt nochmal eine Steinaxt zum Holz sammeln. Holz brauchen wir auch sehr dringend. Ich habe gerade einen Schluck auf. Okay, für die Nacht halt, weil es gleich sogar schon Nacht wird. Gut, ich gehe mal ein bisschen Holz sammeln. Vielleicht sollten wir uns erstmal hier so eine kleine Bruchbude bauen für die Nacht. Also über. Ich fange dann schon mal an, eine Bruchbude zu bauen. Für die Übernachtung. Genau, du hast ja auch ein bisschen Holz. Ich habe auch ein bisschen Holz, aber du hast mehr Holz. Dann mach du mal erstmal eben eine Bruchbude. So eine kleine Bruchbude. Ich sammle schon mal ein bisschen mehr Holz. Und dann kommt halt jemand vorbei. Genau. Denn ich denke nicht, dass wir es schaffen, ein ganzes. Ich sag jetzt mal, Haus zu schaffen. Bis die Nacht anfängt. Die gruselige Nacht von der Fledermäuse. Ich muss mal eben die Haare killen. Achso, du hast ja auch ein Schwert gemacht. Gut. Ja, okay. Da ist auch schon eine kleine Bruchbude. Ja, gut. Ich fang mal eigentlich an. Dann mach die mal so ein bisschen runter. So. Mhm. Ich geh mal weiter. Holz sammeln, Holz sammeln. Oh, wir brauchen mal unbedingt Fleisch, ne? Wir haben überhaupt nichts zu essen. Ich bin gerade dabei, ich hab gerade noch. Ah, du hast noch. Ah, ja, genau. Du, am besten jetzt eben schnell einen Ofen. Dann kannst du ja eben was braten. So, ich baue mal. Genau. Mach da mal eben ein bisschen Holzkohle. Ich habe auch schon Eier für weitere Hühner. Ja, gut, habe ich noch nicht, aber ich werde mir jetzt eins holen, weil da eins liegt. So. Das können wir auch gleich. Und habt ihr auch schon Eier gelegt? Danke, Huhn. Danke, Bibel. Ich brauche aber ein bisschen Fleisch. Es tut mir echt leid für euch. Ich weiß, dass es weh tat, aber es tut mir echt leid. Du bist auch dran. Tut dir leid. So, ist gut. Hast du überhaupt die Monster eingeschaltet? Ja, klar. Ich denke schon. Warte, ich mache mal eben kurz die Mini-Items an. Ich kann ja mal gucken. Ist auf normal, ja. Sind an. Okay, ich schalte es wieder aus. So. So, dann werden wir mal weiter Holz abbauen. Wir haben jetzt ein bisschen rumgetrödelt. Durch Hühner töten. Das hat aber Spaß gemacht, wenn ich mal ehrlich bin. Hühner töten. Ich bin kein Mörder. Nein, wäre auch ein bisschen komisch, ne? Überhaupt nicht. Ui. Genau. Und wenn ihr halt irgendwie Fragen zu Minecraft habt oder irgendwas, dann fragt sie gerne in den Kommentaren. Wir versuchen sie dann möglicherweise zu beantworten. Also. Nochmal nicht der Fragekongress. Genau. Nur mal so nebenbei. Ach, guck mal. Hier ist schon ein weiterer Wald direkt dahinter. Also hinter unserem Wald, der am nahesten ist. Ich muss jetzt echt was essen, obwohl es roh ist, dieses komische Fleisch hier von den Hühnern. Lecker. So, wir können ja auch nochmal in den Sumpf gehen, falls wir einen finden, dann können wir mal nach Hexenhäusern suchen. Oder auch nach Sandtempeln in der Wüste. Das wird bestimmt Spaß machen auf der Welt. Der Spawnpunkt ist echt geil. Der ist doch cool. Ich gehe mal kurz. Was ist denn das hier? Ist das eine Schlucht? Ich hoffe nicht. Nee, ist es nicht, aber ist eine kleine Höhle. Ist da auch Kohle drin oder ist hier nur Stein drin? Der Kohle sich nicht, aber einen blöden Zombie, der da. Oh, und auch schon Creeper. Nee, da gehen wir lieber nicht rein. Jetzt erstmal nicht. Ich sammle erstmal weiter Holz. Wir können auch noch morgen. Vielleicht. Ja, genau. Wir können auch noch morgen vielleicht ein paar Erze sammeln. So wie Kohle und so weiter und so fort. Denn wir können ja auch für den Ofen. Wir können ja erstmal auch Holz für den Ofen benutzen als Brennstoff.
Ich hab schon mal Kohle. Ah, du hast schon eine Bruchbude fertig gemacht und auch schon Kohle. Das ist ja nicht schlecht. Gut gemacht, Kempal. Das ist die Bruchbude, brauche jetzt nur noch ein Dach. Ah, ja gut, okay, mach das eben. Ich habe hier schon eine weitere Hülle gefunden. Vielleicht ist hier ein bisschen Kohle drin. Ah, ja. Da ist auch schon Kohle. Ich hoffe, ja doch, ihr seht das wohl. So. Bauen wir mal die ganze Kohle ab, denn Kohle ist sehr wichtig bei Minecraft. Für Öfen und für Fackeln und ich glaube für noch was. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, wenn die Nacht vorbei ist, dann bauen wir uns im zweiten Let's Play wahrscheinlich das Haus. Das wird dann gut, Inhalt des zweiten Let's Plays. Die Bruchbude wird jetzt erstmal unser erstes Haus sein. Genau, das wird jetzt erstmal unser, Übernachtungshaus sozusagen. Ne? Für die Nacht braucht man nämlich jetzt einen Unterschlupf. Wegen der Monster. Desk. Ich habe aber jetzt die Kohle jetzt gemacht für eine Fackel. Die ganze Kohle? Ja, die eine einzige Kohle. Die eine einzige, achso, ja, für vier Fackeln. Ja, genau, dann bring die Fackeln mal an, die Fackeln brauchen wir auch, da hast du auch recht. Ich glaube, ich muss schon wieder einen Dunkel. Ich habe echt kein Essen mehr. Rette sich, eine wer kann. Tour haben wir auch schon. Rette sich, wer kann. Es wird Nacht, Hilfe. Da ist noch ein Wald. Wir haben echt drei Wälder hinter uns. Da ist noch ein Berg. Da ist auch schon der Sumpf. Da können wir mal nach einem Hexenhaus suchen. Oder ein Hexenhaus. Das war echt uncool. Fall nicht mal runter. Ich wünsche, wir hätten jetzt einen Server und ich könnte es Spawn machen, aber das wäre ein bisschen cheaten und... Nein, ich gehe jetzt nicht auf Dingsumsuche. Ja, ey, wie viele Wälder haben wir denn hier rum? Rummuxen. Ui, was ist hier denn los? Ach du meine Güte. Nee, gehe ich jetzt leider nicht runter, weil es Nacht wird. Ich muss mich schnell auf den Heimweg machen. Ich würde jetzt am liebsten rennen können, aber kann ich nicht. Mist. Was ist das denn da hinten? Das ist ein Hexenhaus. Ein Hexenhaus. Unglaublich, wir haben Hexenhaus gefunden. Du musst aufpassen, du hast kein Schwert, ne? Nee, aber... Die Hexe wird dich mit Tränken bombardieren. Ja, ich werde jetzt aber auch noch nicht dahin gehen, weil ich erst noch ein Schwert brauche und weil es jetzt Nacht wird. Die Monster werden mich schon viel auf meiner Heimreise quälen, also dass man... Kommt nicht irgendwie noch nun raus? Nee. Ich muss irgendwie hier mich jetzt hier durchzwängeln. Mal sehen, ob ich das schaffe. Gut, der Skeleton habe ich noch nicht gesehen. Alter, ist hier irgendwie eine Hühnerfarm oder so. Wie viele Hühner sind denn hier? Das ist die Bruchbude, echt. Ich hatte schon erst gedacht, irgendwie das noch ein Hexenhaus. Aber wir können ja vielleicht im dritten Let's Play zum Hexenhaus gehen. Das wäre vielleicht angebracht. Oder? Ja. Können wir gut machen. Im dritten Let's Play würde ich das bevorzugen. Wir müssen aber erstmal unser Haus bauen. Ne? Also wir müssen erstmal für unsere Sicherheit und für unsere Sachen hier sorgen. Dann gehen wir auf Erkundungstour, sagen wir. Gut, ich habe auch schon 5 Eier. Ich meine, ich war ja bei der Hühnerfarm. Du hast nur noch Fleisch? Ja, ich habe noch rohes Fleisch. Ich mache aber jetzt gerade ein bisschen Holzkohle machen. Gut, dann machen wir ein bisschen Holzkohle. Was haben wir denn in der Truhe? Ich packe schon mal ein bisschen was rein. Ich habe auch schon sehr viel Holz gesammelt. Ja, wir haben schon ein paar Stacks Holz. Gut, was wollen wir jetzt machen? Wir können am besten warten hier. Darauf, dass es endlich mal wieder Tag wird. Hast du Spinnenweben? Spinnenweben? Ich nein. Ich mal eben ein paar Spinnenweben sammeln. Nicht. Gut, aber sei vorsichtig. Die Spinnen sind nicht alleine. Es sind auch noch andere Monster hier auf Tour. Sag ich jetzt mal so komisch. Gut, dann ich bleib mal lieber hier bei der Bruchbude, falls etwas Schlimmes passiert. So wie das. Wo ist denn der Spawn Point? Da, direkt neben der Bruchbude. Ja genau, vielleicht bauen wir hier auch so ungefähr unser Haus. Wir können ja hier noch ein bisschen Platz schaffen. Wo bin Zum ich Beispiel denn jetzt hier. Gestorben? Du bist da irgendwo da hinten gestorben. Oh, ich sterbe schon. Vielleicht brauchen wir ein bisschen was zu essen. Haben wir noch was? Ja, tun wir mal nichts, ne? Dabei. Scheiße. Ja, ich... Ja, ist ja egal. Aber noch einen Apfel und noch Fleisch. Es gehen ja nur meine halben Leben weg. Obwohl, ich könnte jetzt auch gut auf Hühnerjagd gehen, aber... Aua. Nicht in der Nacht. Nee, brauche ich in der Nacht nicht. Also, das war's dann erstmal mit dem ersten Let's Play. Würde ich fast auch sagen, es war echt schon sehr lange. Ja, genau. Wir brechen jetzt erstmal eben ab. Und sehen uns später wieder. Beim zweiten Let's Play wieder, wo wir dann unser Haus bauen wahrscheinlich. Okay, bis dann, Freunde. Tschüss.